Habt ihr mal eine Minute? Da kommt jetzt eine Idee für euch. Bei dieser Praxisidee lernen die Kinder den Beruf der Geräuschemacherin kennen und dürfen selbst Geräusche nachahmen und sehen, wie diese entstehen. Geeignet ist diese Idee ab 4 Jahren für Klein- bis Gesamtgruppe. Ihr braucht für diese Idee verschiedene Alltagsgegenstände und Materialien zum Nachahmen von Geräuschen, wie zum Beispiel Zeitungspapier, eine Schüssel mit Wasser, Alufolie und was euch sonst noch so in die Hände fällt. Wenn ihr eure Geräusche auch aufnehmen möchtet, braucht ihr noch ein Tonaufnahme- und Wiedergabegerät. Oder es geht auch einfach nur ein Smartphone. Ihr fördert folgende Kompetenzen der Kinder: die Ausdrucks- und Gestaltungskompetenz, die kognitive Kompetenz und auch die soziale und sensorische Kompetenz. Sprecht am Anfang mit den Kindern über die Aufgaben eines Geräuschemachers oder einer Geräuschemacherin. Infos über diesen Beruf findet ihr am Ende des Videos. Seht euch dann gemeinsam die vorbereiteten Materialien zum Geräuscheerzeugen an. Und kommen wir nun zum Herzstück der Idee, das Experimentieren. Die Kinder dürfen nun die Geräusche aller Materialien erproben. Dazu könnt ihr Aufgaben verteilen, etwa das Geräusch eines Sommerregens zu erzeugen. Am Ende können die Geräusche aufgenommen und anderen vorgespielt werden. Können die Eltern oder die Kolleginnen eure Produktionen erkennen? Alle weiteren Infos, zum Beispiel zum Beruf des Geräuschemachers, weiterführende Ideen oder Tipps zu Links und Apps, findet ihr unter folgendem Link. Wir von WIPS wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren. Schreibt uns gerne oder schickt uns eure Ergebnisse und wir verlinken euch dann in unserer Story. Ihr habt noch eine bessere Idee? Ja, wunderbar! Dann schickt uns gerne eure Ideen und wir präsentieren sie natürlich unter eurem Namen medienkindergarten.at.